Hallo zu Hause mal wieder am Bildschirm, am Monitor. Wir haben den 30. April 2022 und befinden uns hinter dem Roman, der wieder an der Kamera ist, am Residenzplatz. Für alle, die ihre Geschichte, ihre dunkle Geschichte in dieser Stadt nicht vergessen haben, beziehungsweise des Lesens noch mächtig sind, hier hat vor ganzen 84 Jahren die Bücherverbrennung durch das nationalsozialistische System stattgefunden. Wir nutzen dieses schöne Datum heute für diverse Aktionen. Zum einen haben wir eine kleine Pressekonferenz einberufen, um eine große Aktion von unserem Mitstreiter Max, den man in unmittelbarer Nähe hier schon mit mehr oder weniger nacktem Arsch über den Asphalt geschleift hat, den Medien vorzustellen. Das Wetter ist, wie man am tragbaren Dach sieht, wie das in Salzburg halt öfter so ist, nicht ganz perfekt. Ich hoffe aber trotzdem, dass sich ein paar Medienvertreter einfinden werden und dass wir erfolgreich ein kleines, aber feines Interview zu Max machen können. Einen ersten Pressebericht für das, was da kommen wird, gibt es bereits in meinem Bezirk.at. Das wird der Roman vielleicht in diesem Video verlinken. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder mit unserem Einstieg fertig und warten da, nachdem wir natürlich extra pünktlich sind, bis alle anderen da sind. Und der Roman wird natürlich dann als freier Journalist ebenfalls bei dieser Pressekonferenz zugegen sein und da ein Video machen. Ja, was wird der Tag sonst noch bringen? Wie gesagt, Bücher wurden hier schon mal verbrannt. Den gedenken wir. Auch da wird sich da sicher das eine oder andere Video vom Roman im Netz finden lassen. Und ich persönlich werde heute im Laufe der Nacht noch eine paranormale Aktion starten, also frei nach dem Motto Elvis Goes Mystic. Was es damit auf sich hat, könnt ihr auf Romans Kanal bei Rumble, ich hätte mal so gesagt, rund um die Geisterstunde dann sehen. Damit bin ich jetzt raus und sage einmal mehr Danke, dass ihr zuschaut. Die Mutter ist schon da. Ich glaube, du warst auf Roman. Du bist der junge Mann, der telefoniert hat, oder? Er hat immer eine Chance, seine Wahl. Ja, meine Oma ist schon fast auf dem Berg. Feedback vom ORF. Hi. Und ich hätte es eigentlich an Express, an Standard, an. Bei mir bimmelt's. So, schreibt er. Okay, Kerstin ist der Bus vor der Nase davon gefahren. Nein, es geht ja nichts über organisierten Haufen, der plant. Ne? Ja, nicht so wie am Land, wo nur alle Stunden kommt der Bus. Davon gehe ich auch aus. Ah, also, unser Mundus TV ist schon da. Ist so eine halbe Stunde circa. Siehst du mir, sag mal Bescheid, wenn sie das verziehen? Ja, ich habe es eh gepostet auf Facebook. Da habe ich es gepostet. Aber tut mir leid, wegen, dass ich mich mit der Zeit habe. Da. Boah. Wo ist der Max? Ja, ausgemacht. Ich war nicht geplant. Aber das wird wahrscheinlich nur ein bisschen dauern. Ich war nie geplant. Also wie gesagt, das Fahrrad ist ja unglaublich viel rausgegangen. Ich habe extra heute, wie ich aufgestanden bin, nochmal mein Mailfach angeschaut und habe festgestellt, es hat keiner mehr irgendwas geschrieben. Also wie gesagt, Zusage. Ja, ja, wenn wir keine Orden kriegen, dann haben wir halt unsere Buttons am Start. Vor die Krone. Das ist ja auch der allerneueste Button, der gerade auf dem Ruder umeinander läuft. Was machen die, wenn heute irgendwas die eigene Truppe kommt schon, die Presse kommt über viele verdächtigen freien Journalisten vorne. Das ist ja nicht ohne. Ich habe übrigens auch vielen Dank, ich habe deine Berichterstattung vom 24. in beiden Fällen grandios. Ja, hat sehr gut gefallen. Nämlich auch den Text, den du drunter geschrieben hast. Sehr, sehr gut.
Bericht vom Bezirk. Also, neues Wahrzeichen von Salzburg. El Presidente auf den Marsch. Hallo, wir stehen jetzt ganz kurz vor der Eröffnung der Pressekonferenz heute am 30. April 2022. Ich schätze mal, es war doch vor ungefähr 84 Jahren, oder? Da hatten wir hier am Residenzplatz eine Bücherverbrennung. Ach ja, und somit haben wir heute die großen Medien alle eingeladen und ich bin mit dabei. Und dann schauen wir mal, wer von meinen Kollegen noch kommen wird und was da der gute Elvis zu sagen hat zu dieser Pressekonferenz. Der Max ist hier, um den geht es natürlich auch. Das Video, das unter dem Video verknüpft ist, kennt ihr eh schon einige. Da wisst ihr, um was es geht. Salzburg wacht auf, ist jetzt auch komplett. Downcheck. Der Chris und die Kerstin. Mondos TV ist da. Da kommen wieder die Schwestern und sagen, wir sind zu laut. Dabei rede ich eh extra leise. Aber ich glaube, du hast nur eine normal lautere Stimme. Ja, das war extra leise, weil gesagt, bei der Menschenmenge hätte es ohne Mikro einer kommt. So, wunderschönen guten Abend, ein herzliches Hallo der freien versammelten Presse. Die Systemmedien sind leider Gottes nicht pünktlich zu unserem heutigen Pressekonferenztermin hier am 30. April 2022 erschienen. Der 30. April 1938, also heute vor 84 Jahren, war trauriger Höhepunkt in Salzburg in Form der Bücherverbrennung. Hinter mir steht dafür eine Gedenktafel und wir gehen mit diesem 30. April heute nicht nur im Gedenken an jene dunkle Zeit, sondern wir gehen auch in den 1. Mai, traditionell in Österreich ein Feiertag, noch 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg bereits erstmals als Staatsfeiertag, ab 1949 dann als solcher wirklich so geführt, gleichzeitig Tag der Arbeit. Ja, warum erwähne ich das? Die Tatsache ist, wie schon erwähnt, wir sind in den letzten 25 Monaten durch dunkle Zeiten gegangen. Die Bevölkerung ist gespalten worden. Man hat Gesetze wieder aufleben lassen, die im Regime der NS-Zeit ihre Ursprünge hatten. Und ja, es ist viel passiert in diesem Land. Die Wirtschaft leidet, die Teuerung ist hoch, wie schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Und viele Menschen haben sich dazu durchgerungen, in diesen Zeiten aufzustehen und für ihre Freiheit, ihre Selbstbestimmung, ihre Grundrechte, die sie von der Verfassung verbrieft geschützt haben, zu kämpfen. Und immer wieder, wenn in der Geschichte dunkle Zeiten waren, und die menschliche Geschichte hat derer mehrere hervorgebracht, sind Menschen nicht nur aufgestanden, sondern Menschen sind auch losmarschiert und haben auf dem Weg zu sich selbst gefunden, aber auch immer wieder Anhänger um sich versammelt und dabei historisch relevante Ereignisse geschafft. Da wäre zum einen das Beispiel des Salzmarsches von Mahatma Gandhi in den 1930er Jahren, da wäre zum anderen im Jahr 1963 der March on Washington. Und ja, ich stehe heute hier und möchte eine Aktion vorstellen,
die ein ganz großer Mann, den man vor geraumer Zeit hier schon mit runtergelassener Kleidung über den Mozartplatz geschleift hat, als seinen persönlichen Weg angeht. Dieser Mann ist der Max. Der Max hat es in den Querelen der letzten 25 Jahre geschafft, nicht nur den Begriff Freiheit seine Stimme zu verleihen, sondern er hat es auch geschafft, in diesen schwierigen Zeiten eine Prüfung als Wanderführer abzulegen. Das heißt, der Mann ist Profi in dem, was er da tut. Und der Mann ist auch jemand, der friedlichen, sozialen Ungehorsam im Stile eines Gandhi lebt. Und ich bin damit eigentlich am Ende meiner Einführung, um was es geht. Ich würde einfach sagen, ich höre auf, das zu machen, was unsere Bundesregierung macht, nämlich viel plaudern und den anderen marschieren lassen und arbeiten lassen. Und ich gebe damit einfach das Wort an den Max weiter, der beginnend mit dem 2. Mai dieses Jahres, also wir reden da vom Montag, um 9 Uhr in der Früh eine Fastenwanderung von Salzburg nach Wien machen wird. Lieber Max, ein Weg zu dir, ein Weg für die Selbstbestimmung. Ich finde das eine ganz große Geschichte, sehr symbolträchtig, und ich würde einfach sagen, du stellst dein Projekt selber ein bisschen vor. Fastenwandern, ja. Ich habe die letzten Jahre etliche Mal gefastet, und in Zeiten wie diesen sollte man ja wirklich was tun, und ich möchte eben wirklich einen Schritt machen und möchte das wirklich auch öffentlich machen. Vielleicht habe ich mich übernommen, aber ich habe heute das gecheckt, es sind 440 Kilometer, 7000 Höhenmeter. Heute habe ich zum Fasten bereits begonnen, also ja, eigentlich könnte es schon irgendwie losgehen. Meine Ambition ist einfach für Frieden, und auf der anderen Seite des Fasten der Hinweis, dass es Hunger gibt in der Welt und der von Tag zu Tag größer wird, umso länger die Kämpfe dort nicht aufhören. Und darum ist meine Ambition Frieden in der Welt. Mir ist dazu ja eigentlich nicht zu sagen. Ich darf in deinem Namen vielleicht ein Gandhi-Zitat bringen. Gandhi hat ja gesagt, die Welt würde genug hervorbringen, um uns alle zu ernähren, aber sie bringt nicht genug hervor für die Gier mancher Menschen. Und ich glaube, du setzt mit den knapp 400 Kilometern, die du da den österreichischen Jakobsweg sehr symbolkräftig gegen die Wanderrichtung gehen wirst, ein ganz klares Zeichen, indem du in dich gehst, zu dir selbst findest, aber eben auch zeigst, man kann aufstehen und auf einen 100.000-Meilen-Marsch theoretisch beginnt mit den ersten Schritten, und du machst diese Schritte. Ich finde das ganz großartig. Ich hoffe, dass es auf deinen vielen Stationen immer wieder Menschen gibt, die dich nett empfangen, die dich eventuell beherbergen, die ein paar Meter mit dir gehen oder vielleicht sogar den restlichen Weg, weil ich glaube, es ist besonders in diesen Zeiten, wo, wie gesagt, die Preise hoch, die Lebensqualität nieder und die Selbstbestimmung und die Freiheit des Menschen wieder bedroht ist, ganz wichtig, dass man Zeichen setzt, und ich finde es toll, dass du das machst. Es gibt mir bereits einen Vorabbericht über deine Wanderung in meinem Bezirk. Ich werde mir jetzt erlauben, den vorhandenen Medienvertretern noch ein Infoblatt zu geben. Es gibt dir einen kleinen Film, auch über dein Projekt, zu einem Werbefilm, damit sich die Leute das vielleicht anschauen können. Ich kann am Montag, nachdem ich Dienst habe, leider nicht mit dir losstarten, aber ich hoffe, dass ich zumindest am Ende deines Weges in Wien, die Wanderung wird enden am Platz der Menschenrechte in Wien, soweit ich weiß, mit einigen auf dich warten kann, und ich hoffe, dass du ohne Blasen und sonstige körperliche Bewegungen diesen weiten Weg gut über dich und hinter dich bringst, aber ich habe daran keine Zweifel, weil du bist jemand, der einen kräftigen Geist hat und Durchhaltevermögen hat. Insofern wünsche ich dir da alles Gute, und ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Geschichte. Nicht nur für dich, sondern auch für Österreich. So, damit die Ankündigung. Ich hoffe, ihr habt wesentlich mehr Zettel gemacht. Aber Tatsache ist, es sind ja wesentlich weniger Medienvertreter gekommen. Das heißt,
einen für den Roman, der die Infos aber eh großteils schon hat. Und natürlich auch einen für... Vielen Dank. Da ist auch der Link von dem Werbefilm, den ich angesprochen habe, drauf. Ja, ich hätte gesagt, wir haben am Messe schon mal alles durch und wir haben dein Projekt vorgestellt. Ich sage allen Anwesenden, die gekommen sind, danke für die Unterstützung, danke fürs Dasein. Und ihr habt das nämlich gehört, wo geht es am Montag los um 9? Am Motorplatz. Also jeder, der ganz keinen Dienst hat und der quasi am noch am 1. Mai schon die Kraft findet, in der Früh aufzustehen, verabschiedet man einen Wandersmann gut. Ich werde sich alle einstellen. Wie gesagt, ich werd nicht da sein, weil ich habe am morgigen Tag dank Maibaum aufstehen 13 Stunden Dienst. Das heißt, das wird sich bei mir nicht ausgehen, dass ich um 9 da schon da bin. Aber ich hätte gesagt, ich hoffe, es sind ein paar Mitstreiter da, die mich verabschieden. Sehr gut, so soll das sein. So soll das sein. Sehr gut. Wie gesagt, du bist eh unterwegs erreichbar. Wir werden da immer wieder schauen, dass man deine Telegram-Story verfolgt und dich auch von Zeit zu Zeit mal telefonisch erwischt, damit man einfach sich nach dem Befinden erkundigen kann und eventuell eben auch, wann du genau in Wien ankommst, weil da hätte ich schon vor, dass man dich dann auch gebührend empfängt mit ein paar Salzburger und ein paar Wiener, damit das Ganze zumindest dort noch ein bisschen was bringt. Schauen wir mal. Naja, ich weiß von dir, du hast inzwischen gute Gummistiefel, das weiß ich aus Halle, du hast den Wanderhut und wenn es einmal dunkel wird, ich würde da sogar meine Laterne vom Video noch leihen. Gell? Genau. Na, ich finde das Projekt, wie gesagt, ganz, ganz großartig, ich finde, hat ganz viel Symbolcharakter. Genau. Und denke, es sollte Vorbild für viele sein, einfach einmal aufzustehen, es muss ja nicht gleich jeder nach Wien gehen. Aber wenn jeder zumindest einmal eine Tat setzt in seinem eigenen kleinen bescheidenen Dasein, dann wäre das schon recht. Schon viel geholfen. Ja. Aber ich sage das einfach auch bei mir in meiner Pension. Das Geld wird jeden Tag weniger wert. Und ich brauche die Pensionisten. Es ist keiner da. Naja, vor allem man muss ja eins bedenken, dass auch wenn man jetzt eine Pendlerpauschale oder ähnliches macht, der Pensionist ja davon nicht betroffen ist, weil es ist kein Pendler. Ja. Die Teuerung in diesem Land ist ein Wahnsinn. Und deswegen habe ich eben auch den 1. Mai da mit reingebracht, weil wir sind da beim Tag der Arbeit. Inzwischen kannst du dir, wenn das so weitergeht, mit Arbeit dein Leben in Österreich eigentlich bald nicht mehr legal finanzieren. Und ich finde es eben schön, wenn da einer aufsteht und da auch mit Symbolcharakter gegen den Strom nach Wien spaziert und dort einmal am Platz der Menschenrechte hoffentlich würdig empfangen wird und dort auch nochmal klar macht, dass es so nicht weitergehen kann, sondern dass es eine Umkehr geben muss. Und so wie dein Fasten ja eine Umkehr für den Körper ist von der Völlerei, hoffe ich, dass das auch politisch stattfindet. Wie gesagt, ich finde das Projekt ganz groß. Ich habe mich bemüht zu tun, was ging, um es publik zu machen. Wir werden das auch im Netz weiter noch machen. Ich werde alle Medienvertreter, die heute durch Abwesenheit geglänzt haben, weil einer 3-Tage Vorbereitungszeit vielleicht doch zu kurz waren oder das Wetter zu schlecht ist, natürlich noch einladen, trotzdem was dazu zu machen. Also ich werde einer eine Presseaussendung schicken. Vielleicht gucken sie die, wenn man es einer fertig vorschreibt, ab. Und ja, wie gesagt, den wackeren freien Journalisten, die da waren, sei gedankt, dass sie das wie immer tun, trotz Scheißwetter und allem, was dazugehört. Vielen, vielen Dank. Ja, auf zu applaudieren. Applaudiert wurde quasi in Österreich dem Gesundheitspersonal, das dann in einen Lockdown geschickt worden ist und so weiter. Vergiss nicht mit applaudieren.